Hey Leute, ich bin Kai Czarnischwili von den Tutorial Experts und ich habe schon zahlreiche Videotrainings zu Elektron Hardware gemacht, beispielsweise Octatrack, Syntakt, Digitakt, Digitone, Analog Rhythm und noch viele mehr, obwohl so viel bleiben gar nicht mehr übrig. Auf jeden Fall, wenn ihr selber Elektron-Anwender seid, habe ich jetzt eine sehr gute Nachricht für euch, denn genau wie für unsere Themen Cubase, Ableton Live, DaVinci Resolve, machen wir jetzt auch einen regelmäßig stattfindenden Elektron-Anwendertreff bei Zoom, wo ihr live dran teilnehmen könnt. Und in diesem kostenlosen Format werde ich in regelmäßigen Abständen spannende Tutorials zum Besten geben. Und wenn ihr live dabei seid, können wir natürlich auch alle miteinander diskutieren, Fragen und Probleme klären, lösen und auch ein bisschen fachsimpeln. Also ich glaube, darum geht es auch, dass wir so einen schönen Nerd-Talk an den Tag legen. Und wenn ihr an einem Termin mal keine Zeit habt, dann ist das kein Beinbruch, denn ihr könnt euch direkt anmelden und die Aufzeichnung, die es nach jedem Online-Event später geben wird, die habt ihr dann automatisch in eurem Kundenkonto verfügbar. Die könnt ihr dann runterladen und euch das dann zu einem Zeitpunkt anschauen, der euch eben besser passt. Und unter dem unten stehenden Link kommt ihr auch direkt zur Anmeldung und dort könnt ihr euch für das Online-Event anmelden, was dann auch für alle folgenden Veranstaltungen gilt. Also ihr müsst euch nur einmal anmelden und seid immer dabei. Und falls ihr noch nie an einer Online-Veranstaltung bei uns teilgenommen habt, dann findet ihr auf der Anmeldeseite unten ein paar Videos, wo das alles im Detail erklärt wird. Ja, und an dem ersten Termin des neuen Elektron-Anwendertreffs am 6. Dezember, sprich Nikolaus, habe ich mir folgende Themen überlegt. Es sind zwei Themen. Das erste Thema, da geht es um die Polyphonie, die meisten Elektron-Synthesizer und Sampler nicht haben. Also Digitone und Analog 4 jetzt mal außen vor. Aber der Rest, der hat immer nur monophone Synthesizer bzw. Sampler am Start. Wir können also keine Akkorde spielen. Und genau das hebel ich aus. Und das mache ich am Beispiel des Syntakt, Digitakt und Octatrack und der Workflow, der funktioniert grundsätzlich für monophone, MIDI-fähige Klangerzeuger. Also das kann man auch universell einsetzen. Und das Coole ist, wenn man das Ganze dann ausgehebelt hat und man kann seinen Synthesizer oder Sampler polyphon spielen, dann fragt man sich, wo war ich so lange? Denn auf einmal habe ich ein völlig neues Instrument vor mir und das ist klasse. Und deswegen habe ich mir das als Thema für den ersten Elektron-Anwendertreff ausgedacht. Und danach kommt das zweite Thema. Hier geht es darum, dass wir den Octatrack zu einem multifunktionalen LFO-Studio umbauen. Und das ist nämlich dann sinnvoll, wenn der Octatrack im Studio zum Beispiel einfach nutzlos in der Ecke rumsteht, weil man den gerade irgendwie nicht sinnvoll einsetzen kann. Oder wenn man den Eindruck hat, dass die Klänge im Song so ein bisschen statisch, ein bisschen leblos wirken. Da kann der Octatrack als multifunktionales LFO-Studio sounddesignmäßig wirklich eine Menge herausholen. Und auch das ist das Thema in diesem Elektron-Anwendertreff. Und dazwischen und danach gibt es natürlich Raum für Fragen, Anregungen und Wünsche. Meldet euch also am besten jetzt direkt für das Online-Event an und seid live dabei oder schaut es euch zu einem späteren Zeitpunkt später einfach an. Ich hoffe, wir sehen uns. Tschüss!